Wir nutzen jetzt einfach mal das hier als unsere Referenz für das Thema Springen. Was gibt es überhaupt für Sprünge? Also es gibt einmal den Weitsprung und den Hochsprung. Genau. Auf Englisch Long Jump und High Jump. Genau. Unterschieden werden die dann nochmal in mit Anlauf und ohne Anlauf. Das ist jeweils so bemessen mindestens 10 Meter Anlauf, um jeweils die eine oder andere Distanz zu springen. 10 Fuß, nicht 10 Meter. Genau. Also diese beiden Felder Anlauf zählen halt als Anlauf. Als Anlauf, genau. Ja. Oder halt entsprechend als die 10 Fuß. Ja. Und wie ist jetzt die Regel beim Wandsprung? Beim Weitsprung ist, wenn ich diese komplette Strecke als Anlauf bekomme, dann kann ich meinen Stärkewert in Fuß springen. Okay, das wird also bedeuten, wenn ich jetzt mit mindestens 10 Fuß Anlauf, also mit mindestens 3 Meter Anlauf, das hier überspringe, habe ich eine Stärke von 10 mit Anlauf. Genau. Und wenn ich das aus dem Stand mache, wird der Wert halbiert. Genau. Das können wir als Referenz nehmen. Also wenn du, sag ich mal, aus dem Stand den Standing Long Jump machst und dann 5 Fuß springst, dann hättest du eigentlich eine Stärke von 10. Und es gibt eigentlich keine Regelung, was jetzt Rüstung oder sonst irgendwas angeht, die dabei Einfluss hat. Ne? Was ja alles Gewicht ist, was an dir hängen würde. Genau. Ist eigentlich komisch, dass das Stärke ist. Ne? Ja. Also ich meine, natürlich hat das was mit Stärke zu tun. Mhm. Aber wenn ich jetzt, also ich gehe mal davon aus, vielleicht, wir werden es gleich machen, mit Anlauf schaffe ich das vielleicht, da drüber zu springen. Und ich bin eigentlich Volleyballer, ne? Also ich kann eigentlich ganz gut springen. Du hast vor allem sehr dicke Beine. Ich habe dicke Beine. Und das ist nicht nur Bacon. Und wenn ich da drüber komme, habe ich gerade mal eine Stärke von 10. Während ich aber dank deines Trainings beim Kreuzheben über 100 Kilo liege, bei 100, bei Kniebeugen hast du auch über 140. Ja, genau. Kniebeuge liege ich bei über 140 und beim Kreuzheben, ich glaube, bei 120. Ne? Wo man schon sagen könnte, ist eigentlich schon stark. Ja, also stärker als der Otto-Normalbürger. Genau. Und bei dir, was hast du für Werte da? Ja, ich habe 300 Kilo Kreuzheben und halt auch 250 Kniebeuge. Also wo man meinen müsste, wahrscheinlich liegst du so bei einer Stärke, wenn man das jetzt mal im Vergleich zu einer nimmt, von 16 aufwärts oder kann sowas. Kann sein, ja. Ne? So ungefähr, ja. Würde ich jetzt mal schätzen. Ja. Das heißt, du müsstest also eigentlich noch ein komplettes Feld hier von mehr nach vorne springen mit Anlauf plus noch mal 30 Zentimeter. Eigentlich schon, ja. Ich fange mal an. Für Stärke, also. Okay. Dramatische Musik aus dem Hintergrund. Ihr seht mich jetzt gleich nur durchs Bild durchfliegen. Keine Ahnung. Da steht nur mehr als 10 Feet, ne? Also mehr als 3 Meter Anlauf, ja, ne? At least mindestens, 10 Feet, mindestens ne? 10 Fuß. Okay, ich kann gerade noch nicht laufen, weil Hunde im Weg sind. Hunde, geht woanders hin. Ich will nicht auf den Hund landen. Okay. Distraction. Moment, ich will noch einen Versuch. Ich hätte Angst, dass ich auf Oscar lande. Okay. Kann das sein, dass ich so hier irgendwo gelandet bin? Ja, irgendwo da. Also ich sag mal, wenn du dir wirklich Mühe ohne Ablenkung gegeben hättest, dann wärst du vielleicht schon, sag ich mal, die 10 Fuß gekommen. Okay, aber jetzt gerade bin ich eigentlich nur so eine 8 gesprungen. Ja, bis hier so bis zur Mitte. Das heißt, ich hätte sogar einen -1-Modifier. Eigentlich schon. Okay, also aus dem Stand würde das jetzt bedeuten, ich müsste ja theoretisch für die 8 eigentlich nur bis hierhin kommen. Genau. Und du müsstest halt für die 10 Stärke, müsstest du ein Feld weit springen können aus dem Stand. Standing Long Jump. Gut, okay. Versuchen wir das. Das hier darf ich, oder? Ich denke schon, ja. Ist ja kein Anlauf. Okay. Ja, das geht ja locker. So. 6 oder 7? Du hast dann ja, sag ich mal, 1,5 Fuß mehr oder sowas. Ja. Ne? Ja. Sagen wir mal 2 Fuß mehr. Ja, und ein Fuß wäre dann ja 2 Stärke mehr. Weil du hast ja ein Standing. Genau. Das heißt, ich wäre jetzt also, als wäre ich vorher 12 gesprungen. Genau. Das heißt, da ist schon mal auf jeden Fall eine Diskrepanz. Oh ja. Man muss ja auch bedenken, man bewegt halt ja eventuell auch noch Rüstung und sowas. Ne? Das kann ich auch mal probieren. Also das heißt, nach dem Wert lege ich jetzt hier eigentlich so irgendwo entweder bei 12, 13, 14 roundabout. Ja. Hätte also ein plus 1 bzw. plus 2 Modifier, während ich vorher bei minus 1 gelandet bin. Genau. Was schon komisch ist. Okay. Willst du nochmal mit Rüstung springen? Ja, genau. Ich probiere es mal mit Rüstung, weil das ist eigentlich ja... Soll ich dir ein Ziel hier liegen lassen? Der Arme. Ich werfe ihn gleich einfach dahin, wo du gelandet bist. Das ist ja so der Standard, die Standardausrüstung, sag ich mal. Genau. Kettenhemd jetzt.
Haben die meisten Abenteurer an. So. Okay. Und dann einfach ein Standing Long Jump. Oh, Standing Kleidung Long Jump. Ist natürlich, aber ich sag mal, ja, aber mit 50 du hast ja Kilo wahrscheinlich halt auch schon nicht die ja, beste ja. Kleidung an und sowas. Ach, ja. Etwa ungefähr genauso, ne? Ja, ja. Etwa gleich gelandet. Genau. Hier. Okay. Gut, Basti ist natürlich noch mal ein bisschen stärker, aber ich hätte halt bei Basti gesagt, eigentlich müsste der ja aus dem Stand mindestens bis hier genau, kommen ja. Für einen realistischen Wert bei seiner Stärke. Was ja jetzt, gut, aber ob es jetzt an der Rüstung lag, weiß ich gar nicht unbedingt. Glaubst du, du hättest es ohne die 15 Kilo gefunden? Viel weiter glaube ich auch nicht. Also nicht vielleicht ein bisschen, vielleicht einen Fuß weiter oder sowas. Ja, gut, da, wobei das dann schon wieder zwei Stärke sind. Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, der Standing Long Jump, der klingt noch relativ realistischer. Mit dem Stärkewert als der Running Long Jump. Ja, der Running, genau. Ich meine vor allem, man ist ja auch eigentlich nicht trainiert darin. Wann trainiert man schon mal aus dem Lauf weit zu springen? Ja. Auch als Abenteurer passiert es nicht ständig, dass man über Klippen, Häuserdächer oder sonst irgendwas drüber springt. Das ist eigentlich kein Standardtraining, würde genau. Ich jetzt mal behaupten. Vor allem, du hast ja auch noch eine Waffe in der Hand. So. Also die Standardsituation, du läufst gerade und versuchst irgendwo drüber zu springen, du hast dann ja noch... Tausend Sachen ja, um dich rum. Ja, und du musst halt auch bedenken, jetzt so Klassen, die eigentlich eher auf Geschicklichkeit ausgelegt sind, wo es auch Sinn ergibt irgendwie, ne? Bei einem Mönch oder sowas zum Beispiel. Aber überhaupt auch, wie sehen eigentlich Weitspringer aus und sowas, genau, ne? Ja. Und wie viel Kraft haben die in Relation? Die sind ja meistens eher nicht so massig, damit die nicht so viel rüberwuchten müssen oder sowas, wo eigentlich also nicht so viel Stärke hinterhängt. Also zumindest nicht so massig. Ich sag mal, das sind halt nicht so 100 plus Kilo Typen wie wir halt, ne, die dann halt einen Weitsprung machen, sondern das sind dann eher so 80, 70 Kilo Typen. Und die dann aber deutlich weiter kommen. Und ja. Da müsste man auch meinen, das hat doch wahrscheinlich mehr mit Geschick, genau. Weil Technik zu tun. Genau. Und eine Beweglichkeit in gewisser Weise. Gut, die auch bewusst trainiert haben, aber ob das jetzt nur Stärke ist, weil ob die jetzt mehr Stärke in den Beinen haben als wir, das halte ich jetzt halt eher, gut, dafür sind wir schwerer, aber trotzdem. Ja. Ne? Stärke ist dann schwieriger Modifier, aber richtig komisch wird's beim High Jump. Gut, ja. Also beim Hochsprung, da ist die Regel wie? Du springst mindestens schon mal 3 Fuß hoch, das heißt 90 Zentimeter ungefähr, springt jeder schon mal hoch. Und das haben wir abgemessen und das ist schon ziemlich. Ja, also 90 Zentimeter plus Modifier. Plus mindestens 0. Das heißt, genau. Gemeint ist also damit, wenn du jetzt einen negativen Wert hättest, also wenn ich jetzt meine 8 hätte, dann würde ich also nur 60 Zentimeter hochspringen können. Umgekehrt, wenn ich jetzt die plus 1 oder plus 2, also wenn wir die hätten, wie wir das jetzt gerade aus dem Stand hatten, dann würde man also schon mal mindestens 1,20 Meter oder 1,50 Meter hochkommen. Damit ist jetzt nicht unbedingt gemeint, weil es nicht explizit da drin steht, dass man jetzt aus dem Stand bei durchgestreckten Beinen so springt oder so etwas. Sondern das ist insgesamt die Höhe, die man überwinden kann. Wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, man möchte über eine Mauer springen oder also auf der Mauer landen, die aber dann ja bei einer Stärke von 14 mit einem Modifier von plus 2 dann ja schon bedeuten würde, du könntest eine 1,50 Meter hohe Mauer mit Anlauf da drauf springen. Ja. Mit mindestens 10 Feet wieder. Ja. Und wie war das aus dem Stand? Halbiert, ne? Halbiert, ja. Genau. Halbiert, also nur das. Und das ist auch wieder komisch, weil ich würde sagen, aus dem Stand oder mit Anlauf macht doch nicht so eine Differenz aus. Ja, das verdoppelt nicht, sich dort dadurch nicht. Ja. Und vor allem nochmal, Volleyballer, ne? Ich kann halt auf 3 Meter Entfernung, schaffe ich eine Schlaghöhe von 2,50 durch meine Sprungkraft am Netz. Soll ich mal eben den... 2,50? Warte mal, lüge ich gerade? Das hier ist 2... Doch, das ist so. Ja, kann sein. Ich schaffe sogar mehr. Kann hinkommen, ja. Das Netz ist ja bei 2,40 und ich schlage mindestens bei 2,50. Etwas höher wahrscheinlich sogar, weil ich einen ordentlichen Stemmschritt kann und mich dadurch nach oben drücken kann. Ja. Dann bin ich aber natürlich jetzt keine 90 cm mit den Füßen vom Boden entfernt, genau, ja. Was ja jetzt auch nicht hinkommen würde. Aber trotzdem ist dann halt die Frage, das ist ja nicht 10 Doch, das ist genau die 10 Feet. Das heißt aber an der Stelle, müsste ich also das einfach mal messen, wie hoch ich auf irgendwas draufspringen kann, auf Kästen. Also ich weiß, dass ich auf so einen Kasten mit 5 Elementen springen kann, aus dem Stemmschritt heraus. Ja. Das kann ich auf jeden Fall. 6 habe ich auch schon mal geschafft. Aber was sagt das jetzt wieder über meine Stärke aus? Ist ja auch wieder Technik. Ja. Wenn man dafür keine Technik hat, kommt man wahrscheinlich nicht so hoch. Genau, ja. Das ist dann schwierig, so diese Differenzierung. Eigentlich ist es ja beides ein bisschen, ne? Ja. Deswegen, aber wir können ja mal hier die 90 cm, die Standard. Genau, was das eigentlich nehmen. Bedeutet. Also bei einer Stärke von 10, das ist jetzt
der Zollstock ist auf 1 Meter gefixt. Hier ist die 90 Zentimeter Markierung, hier bei dem roten. Und deswegen habe ich das einfach ein bisschen gebogen und hier gerade gezogen. Das wäre also das, was man mit Anlauf schaffen würde, hochzuspringen und die Füße zumindest darüber zu bringen. Also auf etwas hochzuspringen, was so hoch ist. Das wäre halt so ein Tisch oder so etwas. Das glaube ich mit Anlauf geht auf jeden Fall. Das kann ich mir schon vorstellen. Aus dem Stand. Ich kann es ja mal eben machen, eben mit Kettenhemd an und sowas. Ich schätze mal ungefähr, dass ich die Füße auf die Höhe kriege, aber ich probiere es einfach mal aus. Das heißt, wo ich den Daumen hatte, wäre. Ach, das war 90 sogar. Das war sogar 90. Okay. Okay. Also 90 aus dem Stand wird dann jetzt also bedeuten. Was hast du denn dann jetzt für einen Modifier? Okay. Warte, wie war das nochmal? Müsste eigentlich halbiert sein, ne? Ja. 3. Das heißt, du hättest eigentlich einen plus 3 Modifier. Also 17, 18 war plus 3, ne? Ja, du wärst ja sonst, also wenn das jetzt mit Anlauf wäre, wärst du ja auf 1,80 hochgesprungen. Ja. 1,80? Das ist ja total. Nee. Nee. 1,50. Doch, fast doch 1,80, wenn es 90 ist. 1,80, doppelt. Das Doppelte. Aber wie soll man das denn schaffen? Also, wie soll das denn? Da muss auf ich mich 1,80, also, dann wärst du mir halt hier auf die Schulter mit Anlauf gesprungen. Ja. Im Umkehrschluss. Und das ist schon mal eine ganz andere Nummer, ne? Ja, das ist irgendwie total seltsam gelöst. Ja, das ist wirklich seltsam gelöst. Also die Sache ist natürlich, wir haben unterschiedliche Klassen. Die haben unterschiedliche Stärkewerte und natürlich auch ein unterschiedliches Geschick, was sie möglicherweise mehr oder weniger durch Rüstung oder natürliche Arme oder sonst was irgendwie beeinflusst. Aber das ist ein komischer Richtwert irgendwie, der Mittelwert passt nicht so ganz. Also ich sag mal jetzt hier, ich gehe mal jetzt vom Barman aus, der vielleicht schon 20 Stärke hat oder sowas. Der wird dann auch jetzt mit dem Kettenhemd oder so, wiege ich dann auch wahrscheinlich gerade so 140 Kilo. Ja. Und mit den 140 Kilo so hoch zu springen, das ist dann schon irgendwie komisch. Jetzt kann man natürlich noch sagen, das ist die normale Sprunghöhe, die der schafft. Man kann mehr schaffen mit einem Athletikwurf. Athletikwurf, ja. Mit einem Athletikwurf kann man mehr schaffen. Der Standardwert wäre halt der Schwierigkeitswurf gegen die 10. Und wenn man mehr schaffen möchte, kann man das schaffen mit einem Athletikwurf. Ja. Um das zu kompensieren. Wobei ich dann auch wieder finde, ein Wurf gegen 10 ist eine 50-50-Chance. Ist auch schon wieder eine komische Bemessung irgendwie, ne? Gut, also da wird es halt einfach abenteuerlich beziehungsweise dem Abenteuer verschuldet entsprechend angepasst. Aber ich würde da auch sagen, da muss man sich echt ein bisschen überlegen, ob die Leute jetzt mit oder ohne Rüstung springen, ist nicht mit drin in diesem Faktor. Und das macht schon wesentlich. Das macht was aus. Also gerade der Impact, wenn du landest, das merkst du halt schon, ne? Also wenn du eine Rüstung anhast. Aber auch, ob man halt eine Vollplattenrüstung, weil man die entsprechende Stärke hat, mit nach oben reißen muss oder auch nicht. Also das ist halt also ein sehr vager Richtwert, würde ich sagen. Ja. Wenn wir uns irgendwo brutal vertan haben sollten, dann könnt ihr uns das natürlich gerne in die Kommentare reinschreiben. Wenn es andere Themen gibt, die wir für euch einfach mal beleuchten sollen, wie das so im echten Leben eigentlich wäre, dann schreibt sie uns auch gerne in die Kommentare. Wir freuen uns über jedes Thema. Dann, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und wir wünschen euch noch einen wundervollen Tag. Bis dann. Bis dann.